Höret, höret! Unsere heldenhaften Gefährten befinden sich in Kaitnur. Und wir sind der Vogtin begegnet, beziehungsweise wir haben mit ihrem Geist gesprochen und sie erzählte uns, dass Merwald, der einst in schimmernder Rüstung nach Kaitnur kam und die Festung befreit hat von den bösen Geistern und Kreaturen, die dort hausten, dass der sich immer weiter in die Festung zurückgezogen hat und überhaupt nicht mehr rauskommt. Der ruft nur noch nach den Dienern, um zu essen, und das war's. Und unsere Aufgabe ist es, Merwald zu finden, und wir schlagen uns durch Kaitnur. Den Gefährten geht's aktuell so lala. Ihr seht hier, Wanya und Eda sind beide schon angeschlagen. Und ich hoffe, ich überlebe jetzt diesen Kampf. Falls, dann werde ich direkt lagern. Und wunderbar, Kana beginnt den Marsch der Kamoa zu singen. Direkt, also er bufft uns auch sauber. Und ich positioniere jetzt mal die Truppe. So, guck mal, wie es läuft. Ja, der Wolf, der geht ziemlich häufig down, aber das macht nichts. So. Hier geht's schon los. Das habe ich letztes Mal erwähnt. Also Vanya ist irgendwie das schwächste Glied im Spiel. Bisher. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ah, jetzt macht sie's. So. Lass mal das Phantom umhauen. So, und ihr konzentriert euch mal hier erstmal auf den Ad. Ah, das bringt nichts. Und das ist zu weit weg, um sie zu heilen. Verdammt nochmal. Das sieht schlecht aus für sie. Gut, ich will eh lagern, aber schön ist anders. Teufel ist ja auch noch. Kommt wahrscheinlich nicht mehr weg. Aber klar. Ja, also Vanya geht mir langsam auf den Sack. Ich hatte sie ja rekrutiert in der Taverne. Vielleicht hat das auch Einfluss darauf, natürlich, wie gut sie unterwegs ist. Dings macht gar nichts. Durance. Was ist los, Durance? Unterstützung und Selbstverteidigung. Ja, ja. Priester setzt heiliger Glanz ein, sobald jemand in der Gruppe unter 33% Ausdauer fällt. Das hat er jetzt aber bei Vanya nicht großartig gemacht. So. Vielleicht sollte ich noch auf Heilen setzen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er die Unterstützungszauber und alles wirkt. Das macht er irgendwie nicht sauber. Und ich setze mal testweise noch die Pro-Ruhe-Phase-Fähigkeit bei ihm ein. Beziehungsweise aktiviere sie und gucke, ob er mal überhaupt irgendwas macht. Aber scheint nicht so. Also. Die KI könnte sich ein bisschen darauf konzentrieren, auch zu tun, das zu tun, was sie tun soll. Das macht er offensichtlich nicht. Ich beklage mich, weil es mich frustriert, dass Vanya jedes Mal so schnell down geht. Ja, macht nichts. Also er macht nicht das, was er tun soll. Ich beobachte es mal die nächsten Male noch. Ja. Also ein bisschen unzufriedenstellend. Also die KI, ich meine, ich weiß nicht, ob das auch an der Selbstverteidigung liegt. Wenn ich das halt ändere auf defensiv, da habe ich das Gefühl, dass er einfach angreift, auch wirklich. Und das soll er ja nicht, aber nicht, dass das irgendwie doch so gedacht ist, dass er ja auch seine KI-Anweisungen nur dann ausführt, wenn er dann quasi auch in einem entsprechenden Angriffszustand ist, passiv, offensiv, defensiv, Selbstverteidigung. Da muss ich mal nochmal die Diskussionen wälzen in Steam oder in den Guides gucken, aber ja, das ist ein bisschen frustrierend, wenn die KI da nichts macht und man nicht nachvollziehen kann, wieso. Erinnert nichts daran, dass Pillars of Eternity ist immer noch ein sehr, sehr geiles Spiel. Es macht mir sehr viel Spaß. Aber es gibt auch viele Sachen, da bin ich mir noch im Unklaren darüber, ob sie jetzt
ja, warum etwas so ist oder wie etwas genau funktioniert. Aber das liegt natürlich auch an der Komplexität und wir sind trotzdem noch ziemlich am Anfang. So, wir steigern bei Ihnen auf jeden Fall die Mechanik. Und Heimlichkeit. So, hier können wir neue Gefährten Fähigkeiten aktivieren. Mehr Schaden. Weniger, also höhere Schadensreduktion wäre natürlich auch gut, weil der Wolf stirbt relativ häufig. Verbesserte Verteidigung gegen bezaubert, verwirrt. Gnadenlos. Plus 30% Schaden. Schleichangriffsschaden. So. Glanz des Akolyten. Plus 9 Ausdauer. Und bei Feinden Brennschaden 23,5%. Na, was mir zu magisch. Fokus des Galans. Plus 4 Genauigkeit, ja, aber ich will keinen Support aus ihm machen. Unbewaffnet schon gar nicht. So, 1 pro Begegnung, Raserei des Fremden. Angriffsgeschwindigkeit, Macht und Verfassung werden erhöht. Abwehr wird geschwächt, die Ausdauer und Gesundheit des Charakters werden getarnt. Geschoss des Taschenspielers. Ne. Er hätte auch Beschwörung des Dichters, aber brauchen wir nicht. Plus 3,4 Ausdauer pro 3 Sekunden für 49 Sekunden. Regeneriert mit der Zeit langsam seine Ausdauer. Ne. Plus 3 Schadensreduktion. Für den Begleiter. Der Wolf fällt mir zu oft, aber ich brauche ihn auf jeden Fall. So, jetzt wird erstmal gelagert. Ah, in diesem Gebiet ist Kampieren nicht erlaubt. Das ist schlecht. Das ist extrem schlecht. Das heißt, ich werde dann nochmal aus Cadnua rausgehen, weil ich das unbedingt machen muss und die Formation muss ich auch anpassen. Das ist zu weit hinten. Und da der Sänger auch Fernkampfangriffe hat, setze ich ihn genau neben. Ja, ich setze ihn auf jeden Fall genau neben Nebenauge. Und er muss näher ran, er muss unbedingt näher ran. Viel zu weit weg. So, das ist so eine eher defensive Haltung. Raus mit euch. Auch ungewöhnlich lange Ladezeit. In der Regel geht das relativ schnell, aber manchmal fange ich nervös an, auf dem Bildschirm zu starren. So, hier kampieren wir kurz. Schadensreduktion, Schadensreduktion, Genauigkeitsbonus. Ja, es braucht auch Schadensreduktion. Fällt ja um wie Blätter im Herbst. So.
Vollständig geheilt, kehren wir zurück und suchen nach Merven. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wenn wir das alles hier erledigt haben, dass wir dann die Festung hier bekommen. Weil wir haben ja hier schon unten neben dem Punkt Festung. Und da freue ich mich schon drauf. Wer möchte nicht eine eigene Festung haben? So, wir könnten nach oben gehen. Beziehungsweise, nee, hier ist zu. Doch, wir können auch nach oben gehen. Sie hat zwar hier die Tür geöffnet, aber deswegen gehe ich erst recht nach oben. Und gucke mir erstmal hier an, was ich vielleicht noch für Hinweise finde. Ob es hier Beute gibt. Das weiß man hier nie so genau. Kann jederzeit noch irgendwo was sein. Was interessant für uns ist. Es scheint gar so, als ob dieses wackelige alte Wrack nur noch von Spinnenweben zusammengehalten wird. Irgendwas hat sich aus altem Heu und Matratzenfüllung ein Nest gebaut. Sehr heimlich hier. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Tatsächlich. Okay, aber wir haben uns das Ganze mal angeguckt. Hätte hier sein können, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Aber ich bin froh, dass es jetzt nicht irgendwie noch weitläufig weitergeht oben. Denn ich will schon so schnell wie möglich jetzt Merven finden. Nice and quiet. Oh, was haben wir denn hier? Eine Flüstern des Jenwalds. Bis 18, okay, das ist weniger als bei ihr, aber zuverlässig erschlagen, Geist der Verfassung plus 2, des Willens minus 3. So, 15 bis 22. Okay, es kriegt entweder Eder oder Vanya. Dann checke ich kurz aus, wie es bei ihm um den Willen besteht. Beziehungsweise welche Auswirkungen das hat, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Waffe ausrüste. Ja, gesteigerte Ausdauer. Bisschen weniger Schaden. Sieht auch geil aus, die Waffe. Schau dich mal an. Hammerhart. Vielleicht überlebt sie es dann doch länger jetzt. Okay. Muss ich jetzt aber mal schnell speichern. Merven, wo bist du? Da ist ja mein kleiner Soldat. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Als du näher kommst, klärt sich die Erscheinung vor dir als Elfe auf. Ihr strähniges Haar ist zurückgebunden und sie zupft an einem losen Faden ihrer Schürze. Bis sie dich bemerkt, herrscht in ihren Augen ein abwesender, leerer Blick vor. Ein schwaches Lächeln legt sich wie ein Schleier über ihr Gesicht. Aha. Waren wir wieder draußen und haben Soldat gespielt? Geh dich waschen und hilf mir dann beim Enthülsen dieser Erbsen. Sie wendet sich lange genug von dir ab, um einen Korb hervorzuholen, der wie sie schillernd und halbtransparent ist. Und keine Beschwerden. Wenn du groß und stark werden und eines Tages ein richtiger Soldat werden willst, dann musst du dein Gemüse essen. So wie wir es ausgemacht haben, richtig? Sie betrachtet dich aus den Augenwinkeln. Wir sagen mal nichts. Soldaten sind wichtige Leute. Während sie sich über den Korb beugt, hebt und senkt sich ihre Stimme. Sie verteidigen die Schwachen und bestrafen die Bösen. Sie seufzt was... Sie seufzt, was eine geisterhafte Strähne ihres Haares zum Flattern bringt. Du bist jetzt noch zu jung, um das zu verstehen, aber es gibt viele böse Leute. Sie bricht eine Erbsenschote mit einem eingerissenen Fingernagel ab.
Leute wie den Mann, der deinen Vater ermordet hat. Sie zerquetscht noch eine Schote zwischen Fingern und Daumen. Erinnere mich daran, was mit meinem Vater passiert ist. Before you were born, the Glanfathans attacked settlers like us. They said we'd knocked over some of their special Adra rocks. That's why they call it the Broken Stone War. They got very angry, and so they came into our villages and killed many people. Your father was one of them. Okay, also Glanfathaner Siedler haben uns angegriffen. Und behauptet, dass wir einen Adra-Felsen umgestürzt haben, der sehr besonders ist. Und deswegen nennt man das auch den Krieg um den zerbrochenen Stein und des zerbrochenen Steins. Und sie kamen in die Dörfer und haben viele Menschen getötet. Und ja, das ist das, was wir am Anfang, als wir in die Festung reingekommen sind, da sind wir einem Geist begegnet, wo wir mitbekommen haben, dass da halt eben ein Angriff stattgefunden hatte. Und dass Dörfler verbrannt worden sind. Er war einer der Leute, den die Glanfathaner getötet haben. Genau das habe ich gesagt. Ihre Stimme ist leise und heiser und ihre Hand bleibt über dem Korb stehen. Etwas Dunkles und Leeres hat sich über ihre Augen gelegt. That's why you'll be a soldier one day. To protect and to avenge. Why don't you go back out and play? I'll finish up here. Und deshalb wirst du eines Tages ein Soldat werden, um zu schützen und zu rächen. Warum gehst du nicht wieder raus zum Spielen? Ich mache hier das schon, das stehe schon alleine fertig. Okay. Und so erfahren wir auch geschickt über die Geister immer wieder etwas über die Geschehnisse der Orte, in denen wir uns befinden. Und ja, das ist einfach gut gemacht und schön gemacht. Hier Speerspinne, wir greifen einfach mal an. Einfach ist gut. So, der Zauberer ist direkt im Bedrängnis. Das ist echt wunderbar. Lass die mal erblinden. Du darfst gleich anfangen zu heilen. Hat er noch was im Petto? Nicht wirklich. Und sie ziehe ich ab. Die muss dem Zauberer helfen. Er muss dem Zauberer helfen. Der Wolf muss dem Zauberer helfen. Ja, böser. Also, da liegt er schon wieder. Alles heftig hier unten. Und da muss ich echt gucken. Also jetzt muss ich doch schon direkt taktischer vorgehen und nicht gleich einfach reinstürmen. Die Zeiten sind wohl vorbei. Aber das ist auch gut so. Das macht das Ganze etwas spannender. So, was hat er für Malus? Verdrehter Knöchel, minus 25 Reflexe, halb so wild. Mit der Verletzung. Kommt dann auch durch. Und da haben wir noch weitere Spinnen, aber jetzt wird hier der gute Nebelauge sich reinschleichen und die Lage checken. Verdammt normal. Nebelauge, was ist los? Also, es geht weiter mit Pillars of Eternity. Definitiv. Wir wollen die Festung einnehmen. Ich hoffe, wir kriegen diese Festung, weil die ist cool. Müssen wir ein bisschen sauber machen. So 3 Monate lang und dann passt das. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Nerd Universe, Pillars of Eternity. RPG Time. Bis zum nächsten Mal.